einen wunderschönen Sonntagmorgen aus dem Landhaus Ettenbühl. Die Sonne scheint, aber es ist schon leicht herbstlich, es fröstelt und Sie werden wahrscheinlich auch zu Hause erleben, dass plötzlich überall die Blätter gelb werden und fallen. Das geht jetzt ganz, ganz schnell. Also gerade bei Ihren Rosen dürfen Sie sich dann keine Sorgen machen, dazu sage ich aber später noch was. Hier sind wir jetzt mal wieder in unserer Yellow Brick Road, allerdings auf der anderen Seite des Beetes. Und ich hatte ja versprochen, dass wir diese Woche mal ein bisschen durchgehen und uns anschauen, was jetzt in den herbstlichen oder spätsommerlichen Beeten noch so am Blühen ist für Sie. Und da fangen wir hier mal in unserem Weißbereich an von der Yellow Brick Road. Die ist ja von John's Garden quasi in Farbverläufe unterteilt. Hier haben wir die wunderschöne Rose Sally Holmes, die ich sehr, sehr gerne mag. Und die hier bis spät in den Herbst hinein ganz, ganz toll wirkt. Und daneben steht der Schneefelberich. Wir bilden ihn auch immer wieder die Namen einblenden. Der ist jetzt zwar schon abgeblüht, da sieht man nur noch so ein ganz bisschen von der Blüte. Aber Sie sehen, es ist so ein Strauch, der auch ganz toll aussieht, wenn er abgeblüht ist, weil einfach diese Fruchtstände hier immer noch sehr, sehr schön wirken und von daher ist es durchaus auch noch ein Schmuck im Beet, selbst wenn das nicht mehr blüht. Dahinter natürlich jetzt immer noch schön die Hibiskus, hier der weiße Hibiskus im weißen Bereich, später haben wir auch noch andersfarbige. Und Sie sehen hier eine ganze Menge kleine Töpfchen liegen. Wir sind jetzt tatsächlich auch noch mal am Pflanzen im Spätjahr. Jetzt, wenn die Beete, die Erde noch schön warm ist, der Boden warm ist, ist es natürlich eine tolle Zeit, um auch noch mal nachzupflanzen, wenn vielleicht was kaputt gegangen ist oder wenn Sie jetzt einfach in Ihren Beeten ein bisschen Abwechslung haben möchten oder gemerkt haben, irgendwas passt nicht so gut. Jetzt ist wirklich noch mal in die warmen Böden zu pflanzen sehr, sehr gut, weil die haben natürlich dann den entsprechenden Vorsprung, die Stauden, schon fürs nächste Frühjahr. Und von daher hier in diesem Weißbereich haben wir hier zum Beispiel die Artemisia schmidtiana liegen. Die werden jetzt heute noch gepflanzt, die Edelraute. Das ist natürlich immer was sehr Schönes, um einfach so ein bisschen Ruhe auch ins Beet zu bringen mit der Graulaubigkeit. Daneben übrigens eine alte Bekannte, die Sie auch aus meinem Clematis-Video schon kannten, eine Staudenclematis, eine weiße, Clematis integrifolia alba. Die passt hier auch sehr schön zu dieser Clematis Rose dazu. Und was natürlich um die Jahreszeit auch immer prima ist, gerade im Weißbereich, das sind die Schafgarben. Manche mögen sie nicht, weil sie so ein bisschen fedrig sind, aber ich finde also diese Achillea in den verschiedenen Farben, wo sie sie brauchen, in Gelb oder Orange oder Rot oder Purpur und eben hier in Weiß, sind wirklich totale, dankbare Spätsommerblüher, die wirklich einfach nochmal Interesse in ihr Beet bringen. Wenn wir jetzt ein paar Schritte weitergehen, hier an der Leilandzypresse vorbei, da sehen wir schon gleich hier am Anfang, dass sich das Gelb ankündigt. Wir gehen jetzt also vom Weißbereich in einen Gelbabschnitt über und da haben wir hier unten schön diese gelblaubige Heuchera. Die werden wir nachher noch ein paar Mal auch in anderen Laubfarben bis hin zu ganz dunkel Purpur sehen. Sehr dankbar auch als Bodendecker und als Farbgeber in den Beeten. Und dann, wenn wir hier um die Ecke linsen, dann sehen wir hier hinten zum Beispiel die Rose Windrush. Und das ist ein sehr schönes Beispiel. Mit ihren gelben Staubgefäßen steht sie im Prinzip schon auf der Gelbseite, aber mit den weißen Blütenblättern gehört sie auch noch zum Weißbereich. Ist also eine schöne Übergangspflanze auch dadurch. Und wird dann hier umspielt wiederum von der gelben Schafgarbe. Wie gesagt, um die Jahreszeit eine sehr dankbare Pflanze in den Beeten, hier jetzt in Gelb. Und dann hier zu Füßen liegen dann quasi diese kleinen Mädchenaugen, die ich sehr schön finde zu Rosen, weil sie so filigran sind und eben nicht so ein aufdringliches Gelb haben. Das ist so ein bisschen runtergetönt und nicht so knallig und deswegen finde ich sehr, sehr hübsch auch zu den Rosen. Hier nehme ich dann im Spiel mit der Alexandra Rose, die Sie hier sehen, ist das wirklich ganz, ganz passend und sehr, sehr schön. Und diese Alexandra Rose, die hat wiederum schon ein bisschen Orange dann auch und Rot, Rosé, Pink in den Blütenblättern und gibt damit schon wieder langsam den Farbwechsel in das Rosa- und Purpur-Abschnittsbereiche hier dann vor. Und hier vorne, das ist vielleicht auch noch ganz interessant, vor den Mädchenaugen, da pflanzen wir jetzt auch noch mal Entschuldigung, Frauenmantel nach, allerdings den kleinblättrigen, der nicht ganz so invasiv ist, nicht ganz so stark Konkurrenz zu anderen Pflanzen macht. Und der wird sich hier natürlich sehr gut machen und mit seinen gelben Blüten dann später auch wieder hier einfach für Interesse sorgen.
Dann gehen wir mal weiter in unseren Rosa- und Purpurbereich. So, nach unserem Gelbbereich gehen wir im Prinzip in einen Kontrastbereich über, nämlich hier ins Blau und Purpurdunkle. Und angekündigt ist es natürlich hier mit dem Sambucus nigra. Das ist ein schwarzer Holunder, der einfach auch im Beet hier ein bisschen Architektur reinbringt und auch wirklich sehr schön wirkt. Und hier sehen Sie dann auch gleich im Vordergrund die dunkelblättrigen, die schwarzen oder dunkelpurpurnen Heucherer und alles eben hier jetzt in diesem Bereich in Blau und Purpur-Pinktönen gehalten, relativ dunkel. Was ganz besonders schön ist, ist dieser Salbei hier, das ist Salvia amistat und da muss man dazu sagen, Sie sehen, wahnsinnig beliebt bei den Bienen, wirklich eine Weide, aber nicht 100% winterhart bei uns, also hier bei uns ja. Wir sind ja so doch auch Weinbaugebiet, haben allerdings auch harte Winter und er kommt eigentlich wirklich jedes Jahr wieder zurück. In den letzten Jahren nie ein Problem gewesen, aber das müssen Sie einfach wissen, wenn Sie den pflanzen, könnte es unter Umständen mit der Winterhärte Probleme geben. Aber es ist es einfach wert, das auszuprobieren, weil ja, also die Staude ist schon sagenhaft. Darunter die Astilben und dann hier natürlich der Steppensalbei, den Sie überall sehen und da stelle ich Ihnen jetzt einfach mal so ein paar Rosen dazwischen, um die Farbkonzepte zu sehen. Ich habe ein bisschen was mitgebracht, die hole ich mal eben. Die Red Amber mit ihrer starken Pinkfarbe, sehr, sehr schön. Wenn ich die jetzt einfach mal hier so mitten reinstelle, dann eben den Sumpfsalbei dazu. Oder sehr, sehr schön natürlich auch was Helleres. Das geht natürlich hier auch total gut, wenn ich hier mir die Mozart's Lady anschaue. Das würde auch super funktionieren. Stellen wir jetzt einfach mal hier rein. Ich meine, ich pflanze die jetzt nicht, das wäre zu eng. Aber einfach, dass Sie so ein bisschen einen Eindruck bekommen. Sehr schön wäre natürlich auch so was Leuchtendes wie die Brood Bell. Das wäre auch, könnte man sich auch gut vorstellen, hier gerade zu dem Salbei, zu dem Amistad mit dazu, würde natürlich auch gehen. Oder hier zur Lobelie, da müsste es natürlich ganz gut passen, da könnte man aber hier vielleicht mit der Antique Rose noch schön arbeiten, die dann sich nicht beißt, auf keinen Fall, mit dem doch sehr leuchtenden Pink von der Lobelie. Und dann hat man im Prinzip sehr schön, sehr stimmig, gleich ein ausdrucksstarkes Beet. Ein knalliges Rot oder einen Orange oder einen Gelb, zeige ich Ihnen gerade mal, würde da jetzt eher stören. Das ist dann wieder sowas, das war eine super tolle Rose Oscar Fair, wunderschön dieses Jahr, aber hier drin würde ich sie jetzt nicht unbedingt sehen wollen. Also da würde ich, gucken wir vielleicht nachher nochmal zu einem anderen Bereich, wo wir die nochmal zeigen können. Aber eben, das wäre ein sehr, sehr schöner Pink-Purpur-Blau-Bereich. So, dann gehen wir mal auf die andere Seite in die Yellow Brick Road rein. Und da zeige ich Ihnen auch noch ein paar Pflanzbeispiele. Hier kommen wir wieder an meinem Mrs. Billy Creek Bogen vorbei. Und einfach im Vorbeigehen, schauen Sie mal, wir sind wirklich fast oben. Vielleicht nächste Woche im Video binden wir mal alles hoch. Aber ich habe Ihnen nicht so viel versprochen. Wir werden uns dieses Jahr wahrscheinlich noch oben treffen. Also richtig klasse. Und jetzt hier, wenn Sie auch zu Hause solche gelben Blätter haben, nicht verzagen. Es ist halt einfach demnächst zwangsläufig Herbst. Also trotz Düngen, und das haben Sie ja sicherlich alle schön kontinuierlich gemacht, dieses viele Wasser, der viele Regen hat natürlich viel rausgewaschen. Und auch wenn man jetzt die ganze Zeit gedüngt hat, auch wenn man gespritzt hat mit den organischen Mitteln, es wird halt einfach Herbst. Und eben die Blätter fangen an, sich zu verfärben und zu fallen. Und dieses Jahr wegen des nassen Sommers geht alles ein bisschen früher. Also wir haben hier auch viele Gehölze, auch die Trauerweiden und, die schmeißen schon die Blätter, also doch sehr früh, aber dafür blüht es natürlich auch überall noch sehr schön. Also ist ein bisschen merkwürdig dieses Jahr und lassen Sie sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen. Einfach die Blätter aufglauben und weg damit und dann weiter pflegen. So, schauen wir mal hier rechts und links ganz wunderschön Dainty Pink, die jetzt sehr, sehr schön noch blühen und uns mit ihrem Rosa eben aus dem Purpurbereich zurückholen, aus dem wir gerade kamen.
und hier wieder über die Artemisia schmidtiana nana diese schöne graulaubigen Polster eben ins Weiß zurückholen. Das hier zum Beispiel eine ganz schöne gefüllte Kamillenart, jetzt schon fast verblüht, aber eben auch im Spätsommergarten sehr hübsch. Und die Astranzien sind natürlich zum Teil auch noch sehr, sehr schön in den Beeten. Da hinten erspähe ich neben dem weißen Phlox auch nochmal die Gaura. Die ist natürlich immer dankbar, auch um diese Jahreszeit noch sehr schön. Phlox und Gaura. Dann in der Mitte nochmal, wie schon angesprochen, unsere weißen Schafgarben. Zur weißen Rose natürlich hier sehr, sehr schön. Und davor sehen Sie dann auch nochmal den weißblühenden Salbei. Ist natürlich auch eine dankbare Geschichte jetzt hier in diesen Weißbeeten. Und bringt auch nochmal Interesse hier ins Beet. Genau, und dann geht es eben weiter hier im Weißverlauf. Dann wieder in die Pink- und Purpurtöne. Ganz schön hier der Penstemon, den möchte ich Ihnen auch noch gerne zeigen. Das ist gerade in diesen Purpurbereichen immer eine super Staude, auch jetzt noch im Spätherbst. Und über das Graue hier vom Lavendel rüberfließend, dann eben auch wieder in das Purpur hier von der Heuchera. Und wenn Sie dann weiter runter schauen, gehen wir noch ein Stückchen weiter, haben wir wieder unseren, rutschen wir wieder langsam in den Gelbbereich. Hier wieder mit den Mädchenaugen. Da haben wir noch ein bisschen Platz jetzt demnächst zu pflanzen, weil da geht es dann natürlich in unseren Mixed Border Kursen nochmal zur Sache. Ich hatte Ihnen ja im letzten Video schon angekündigt, der John Scarman kommt endlich wieder aus England und wir werden am 9. Oktober unser Traditional English Gardening Tag haben, am Samstag, und am Sonntag darauf aufbauen und eben dann das Mixed Border, das English Mixed Border. Und da wird der John wirklich ganz detailliert mit Pflanzplänen von der Pike auf, mit der Staudenauswahl, die ganze Thematik nochmal darlegen. Und wir haben natürlich hier noch viele freie Flächen, wo wir dann einfach nochmal Beispiele zeigen können. Und da wird man dann nach Hause gehen mit Staudenlisten und Pflanzplänen und neuen Ideen und Inspirationen. Und er nimmt halt auch ganz stark auf, dass das Border das ganze Jahr durch interessant ist, von Frühjahr bis Spätjahr. Da geht es dann auch um solche Dinge wie in verschiedenen Höhen zu pflanzen. Pflanzen, die vielleicht nach dem Frühjahr nicht mehr so schön sind, aber im Border bleiben müssen, durch andere Pflanzen drumherum zu verdecken, die dann eben wiederum Interesse ins Beet bringen und schön sind. Also da geht es wirklich ins Detail, wenn Sie Lust haben. 10. Oktober mit John Scarman, schauen Sie bei uns auf die Website. Und eben deswegen hier einige freie Bereiche noch. Hübsche kleine Rose, die jetzt auch noch ganz toll blüht, ist Humphreys Rose. Sehr, sehr schön in diesem Orange-Gelb. Und eben dazu dann im Vordergrund wieder das gelbe Heucherer. Da ist also jetzt auch noch mal richtig schön Farbe hier im Beet dadurch. Ganz hübsch hier im Gelbbereich, natürlich auch zu den gelben Rosen die Montbretien. Das ist um die Jahreszeit natürlich auch ein Thema, sehr hübsch. Und ich führe Sie eigentlich den Weg hier gerade runter, um Sie noch zu einem sehr schönen Strauch zu bringen, den ich ganz besonders gerne mag, gerade jetzt im Herbst, nämlich hier drüben die Lizisteria. Das ist auch ganz besonders attraktiv hier im Herbstgarten. Haben wir überall immer wieder und ist halt einfach durch diese tollen Blüten wirklich sehr, sehr attraktiv. Und direkt daneben eine der Rosen, die wirklich für den Herbst und den Spätsommergarten ganz besonders wichtig ist, von John Scarman, die Lady, The Lady Scarman. Müssen wir natürlich immer wieder zurückschneiden, das Verblühte, aber ist eine Rose, die wirklich bis weit in den November, teilweise in den Dezember, wenn es mild ist, hineinblüht und eben wunderbar verschwenderischen Duft hat und wirklich traumhaft ist. Ja, und hier drüben haben wir dann noch einen Rosa-Bereich, da muss ich auch nochmal schnell Ihnen was zeigen, weil da haben wir diese Gelenkblume heißt die. Ich weiß jetzt gar nicht botanisch, ich habe manchmal die botanischen Namen nicht so auf dem Schirm, das blenden wir Ihnen aber ein. Also Gelenkblume, hinten dran wieder der Phlox, jetzt sind wir in einem wirklich richtigen Rosa-Bereich.
die Mozarts Lady als Rose hier wieder mittendrin, natürlich richtig schön. Und von daher eben ein sehr schöner rosa Bereich, bevor wir hier rüber dann wieder in die dunkleren Farben gehen und mit unserem Salvia Amestat dann eben auch abschließen bei diesem Beet. Also jetzt haben Sie wirklich mal die ganze Yellow Brick Road gesehen mit allem, was um diese Jahreszeit blüht. Und ja, ich denke, da sind vielleicht einige Anregungen für Sie mit dabei. Und jetzt schauen wir aber nochmal um die Ecke in den Herbstgarten. Hier sehen Sie jetzt nochmal sehr schön unseren Spätsommerbereich, die Asternwiese, Asternstraße und eben den ganzen Herbstgarten. Und da muss man ein bisschen aufpassen, da gibt es so ein paar Kandidaten, die mal gerne sich sehr, sehr verbreiten. Aber jetzt geht es mir vor allem hier um diese Bistorta. Und das ist eine sehr, sehr schöne Herbststaude, finde ich nochmal. Gibt es in allen Farben, hier in diesem eher Pink und dann aber auch so ganz Rot bis hin zu ganz Gelb. Und das finde ich einfach wirklich was sehr Attraktives. Aus Topinambur, was natürlich super aussieht um diese Jahreszeit, dieses gelbe Feld hier, aber es ist uns doch ein bisschen zu viel. Der verbreitet sich unheimlich, da müssen Sie also sehr, sehr aufpassen. So punktuell im Garten ist das natürlich toll, aber nicht, dass er Ihnen die ganzen Beete platt macht. Und hier aus unserem noch voll und reich blühenden Feuerbeet möchte ich mich für heute von Ihnen verabschieden. Im Hintergrund sehen Sie auch noch mal wunderschön unseren Präriegarten, unseren Herbstgarten, in dem es jetzt auch noch voll blüht mit Sonnenhüten, Montbretien, Herbstastern und allem, was das Herz begehrt. Aber eben auch viele Rosen sind jetzt noch in Blüte. Aber es geht natürlich jetzt wirklich auf die Herbstsaison zu. Es gibt wahnsinnig viel zu tun hier in den Gärten mit den Rosen. Darüber zeige ich Ihnen eine ganze Menge nächste Woche im Video, wo wir Binden schneiden tun müssen, wie wir die Rosen auf den Winter vorbereiten, aber vor allem ganz wichtig, weil demnächst kommen ja die wurzelnackten Rosen. Ich werde Ihnen erklären, worauf es bei der Auswahl von wurzelnackten Rosen ankommt und vor allem, wie Sie mit denen umgehen, wenn Sie sie dann nach Hause geliefert bekommen, weil auch darüber gibt es noch wirklich viele alte Zöpfe, die dringend abgeschnitten werden müssen und von daher, da werde ich gerne dabei behilflich sein. In dem Sinne, bis nächste Woche. Würde mich freuen, wenn heute ein bisschen was für Sie dabei war, was Sie in Ihren eigenen Gärten brauchen können. Und freue mich auf Sie am nächsten Sonntag. Bis dann. Tschüss.